Warum schaffst du es nicht? Meinst du wirklich, du brichst dir einen Zacken aus deiner ohnehin nicht vorhandenen Krone, wenn du mal einfach ein bisschen runterkommst von deinem hohen Ross und einfach mal die Dinge so einordnest, dass sie besser in die Welt passen? Bescheidenheit. Das könnte doch mal eine Eigenschaft werden, mit der auch du ganz groß rauskommen könntest. Denn Bescheidenheit ist ja nun eine der seltensten Eigenschaften, die man auf der Welt findet. Ja, ich war auch nie bescheiden. Also offiziell. Und ich vermute, ihr seid es auch aus dem gleichen Grund nicht, weil wir müssen in der Welt unseren Platz finden. Da ist viel Konkurrenz und da gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder so anzugeben, wie ich immer angegeben habe, so auf den Putz zu hauen, oder aber andere schlecht zu machen. Darauf hatte ich keinen Bock. Weil es ist eigentlich schon unter meiner Würde, jemanden schlecht zu machen, der ohnehin schlecht ist. Oder zumindest von dem ich der Welt erzählen möchte, er ist schlechter als ich. Aber wie gesagt, das war alles Show und das habe ich perfekt gespielt. Und ich habe so perfekt gespielt, dass nachdem ich in Rente gegangen bin und diese ganze Show ja nicht mehr nötig war, ich hatte ja nicht mehr den Konkurrenzkampf, den ich vorher hatte, wo ich mich immer wieder behaupten musste gegenüber Arbeitskollegen, die ohne Ende gemobbt haben und ich wollte immer ohne Mobbing auskommen und es geht gar nicht. Bin ich schwer auf die Schnauze gefallen. Lecker mecker an der Puppe so rein und da wieder raus. Warum kriegen wir das nicht hin? Bei mir ist das ja das Absurde. Vorher, als alles Show war, alles gelogen war und man leicht hätte merken können, merken müssen, dass nichts dahinter steckt, aber auch gar nichts, da haben mir tatsächlich eine Menge Leute die Rolle abgenommen. Naja, vielleicht nicht ganz so übertrieben, wie ich sie gespielt habe, aber doch mit, naja, ein bisschen was hat er schon am Kasten. Ganz so dumm ist er nicht. Das eine oder andere kann er doch. Wenngleich sein Wissen auf einige ganz wenige Fachkompetenzen reduziert ist, zu denen nicht unbedingt der soziale oder sozial geschickte Umgang mit seinen Mitmenschen gehörte. Der ist auch heute noch ausbaufähig. Aber wie gesagt, damals haben vielleicht nicht ganz so viele Menschen an mir gezweifelt wie jetzt. Jetzt sind sie sich alle sicher, der macht eine Riesenshow. Der macht jetzt auf Understatement. In Wirklichkeit ist er immer noch der Narzisst und der Angeber und in seinen Augen der Größte und der liebe Gott und was weiß ich alles. Aber jetzt hat er einen neuen Trick sich ausgedacht. Er erzählt uns pausenlos, er sei dumm, ungebildet, er wisse nichts, er könne nichts wissen. Das ist alles nur sein krankes Gehirn. Ach, denkt doch, was ihr wollt. Warum? Es ist doch klar. Who the fuck ist Stony? Der kann euch am Arsch vorbei. An dem müsst ihr euch weder so noch so orientieren. Es reicht schon, dass ich mit mir klarkommen muss und ich muss mit mir klarkommen. Aber ich bin der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der das muss.
Ein paar ganz wenige versuchen es freiwillig, kriegen es aber nicht hin. Und der Rest bekämpft mich ohne jeden Grund. Den Feind, der gar kein Feind ist. Der Feind, der ihnen wirklich helfen will, so er es denn könnte. Aber offensichtlich kann er es nicht, denn sonst hätte das längst zum Erfolg geführt.